warum wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen, ein Grund, warum wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen, ist Angst. Angst vor der Hölle. Das, was der Bruder eben genannt hat, ist klar. Weil Allah sagt das im Koran. وَاتَّقُوا النَّارِ, fürchtet ein Feuer. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala, indem er Ahlul Kitab anspricht, die Juden und Christen anspricht? يَا أَيُّوَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ مِنْ كَبْلِ أَنْ نَتْمِسَ وُجُوهًا. Glaubt, o ihr Leute, denen das Buch gegeben ist, glaubt an das, was herabgesandt worden ist, um das zu bestätigen, was bei euch ist, von der korrekten Botschaft, bevor wir Gesichter auslöschen. Das heißt, Allah motiviert hier mit Angst. فَلَا تَخَفُوهُمْ وَخَفُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich, wenn ihr Gläubige seid. Deswegen ist es keine falsche Sache, wenn ein Muslim sagt, ich halte mich von einer schlechten Tat fern aus Angst. Das ist keine schlechte Sache, weil du wirst viele von Al-Dalal finden und von den Kuffar finden, Al-Dalal, das sind die, die auf dem falschen Weg sind, die sagen, nein, warum, aber dann ist das so wie ein Handel. Mit Allah ist etwas anderes. Allah befiehlt dies im Koran. Er sagt, fürchte nicht sie, sondern fürchte mich. Khalas, kein Problem. Unser Maßstab ist Koran. Nicht, was dem Papst gefällt oder was weiß ich, wem gefällt. Netschlek, Kelek oder so, sondern unser Maßstab ist Koran und Sunnah. So, jetzt. Die zweite Motivation ist was? Ist, dass jemand arbeitet für das Paradies. Dass jemand das Paradies will. Warum? Weil Allah berichtet nicht umsonst vom Paradies im Koran. Er sagt, wie das Paradies ist, Kutu, vorher, dass die Flugobst herabhängt. Dass es dort Früchte gibt, dass es dort Flüsse gibt von Honig und Milch und die schönste Welt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem heiligen Hadith, wie der Bruder eben schon genannt hat, dort wird der Mensch sehen, was sein Auge nie gesehen hat und hören, was sein Ohr nie gehört hat und Dinge erleben, Dinge werden erleben, die noch nicht mal in seinem Herzenswunsch vorstellbar war. إني عدت العبال الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر. Ich habe für meine Rechtschaffdiener vorbereitet, was kein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Zum Beispiel heute erlebst du manche Leute, Subhanallah, machen wir direkt diese Schubha weg, bevor ich mit dem Thema anfange. Die sagen, was im Islam? Letztens kam die Frage, wie ich einen Vortrag hatte. Im Islam steht, oder in den islamischen Quellen steht, dass man im Paradies mehrere Frauen hat. Wie kann das denn sein? Das kann doch nicht richtig sein. Subhanallah, guck dir mal draußen die Gesellschaft an, an jeder Ecke Porno, an jeder Ecke irgendwelche Nacken. Aber die sagen, guck mal, wenn die Muslime das im Paradies haben, wo das rein ist, von Allah gestattet ist, er sagt, nee, kann nicht sein, das wird dreckig. Subhanallah, die haben mir geschrieben, ja, das ist doch dreckig. Wie kann das dann sein, dass sowas im Paradies ist? Wo steht, dass das dreckig ist? Bei dir oder was? Subhanallah, bei Beate Use oder wie? Subhanallah, die perverseste Gesellschaft aller Zeiten, ja, und die sind über Islam am Reden. Subhanallah. Dann wird gesagt, ja, warum kriegt der Mann mehrere Frauen, das wird aber nicht von der Frau, für die Frau berichtet. Erstmal, wir sind ja nicht in der materiellen Welt. Ja. Der eine hat zwei Autos, dem geht es besser als der andere hat ein Auto. Der eine fährt dreimal im Jahr Urlaub, dem geht es besser als der fährt einmal im Jahr Urlaub. Und der fährt gar nicht in Urlaub. Wir sind im Paradies. Die wollen noch nicht mal davon wegsehen, von dem Paradies. Da gibt es für Mann und Frau, alle werden zufrieden sein. Alhamdulillah, wer weiß, was Allah für die Frauen vorbereitet hat. Alhamdulillah, Allah sagt, dort wird der Mensch bekommen, was noch nicht mal im Herzenswunsch vorstellbar war. Das nur kurz dazu, wenn zu dir jemand kommt. Ja, warum im Paradies soll es 70 Jungfrauen geben für den Mann? Alhamdulillah, möge Allah uns die geben. Amin. So. Weiter im Text. Jetzt, das heißt, es ist nicht schlecht, wenn du Allah dienst, um ins Paradies zu kommen. Das ist ein Grund, weil ansonsten würde Allah dir nicht das Paradies versprechen. Weil das ist Khalisun Lillah. Das ist aufrichtig für Allah. Aber jetzt kommt die vielleicht stärkste Motivation, um Allah zu dienen, um Islam zu praktizieren. Und das ist vielleicht die Motivation, die wir am meisten vernachlässigt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran,
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und von den Menschen gibt es manche, die sich neben Allah Rivalen nehmen und diese Rivalen so lieben wie Allah. Oder wie man nur Allah lieben soll. Und dann sagt, was sagt Allah weiter? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und diejenigen, die glauben, die sind in ihrer Liebe zu Allah stärker. Alhamdulillah, möge Allah uns zu denjenigen machen, die in ihrer Liebe zu Allah stärker sind als zu allem anderen. Amen. Das ist der Gläubige. Das sind die Gläubigen. Das ist die Eigenschaft der Gläubigen. Liebst du Allah über alles? Das ist derjenige, der die Süße des Glaubens schmecken wird. Was sagt der Prophet Sassam? ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِي وَجَّدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِمَانِ. Drei Dinge, der, bei dem diese Dinge zu finden sind, der wird die Süße des Glaubens finden. Wenn du die Süße des Glaubens geschmeckt hättest, dann würdest du nicht in die Disco gehen, dann würdest du nicht in schlimme Orte gehen, dann würdest du nicht an dem einarmigen Banditen sitzen in der Spielhalle, weil du die Süße des Glaubens geschmeckt hast. Denn die Süße des Glaubens ist schöner als die Süße, die du irgendwo anders schmecken kannst. Was ist die erste Eigenschaft? أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Dass Allah und der Gesandte bei ihm beliebter sind als alles andere. Zweite Sache, أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Dass er jemanden liebt und er liebt ihn nur für Allah. Und dritte, أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنكذه الله منه كما يكره أن يكذف في النار. Dass er es hasst, zum Kufr zurückzukehren, nachdem ihm Allah subhanahu wa ta'ala vor gerettet hat, so wie er es hasst, in die Hölle geschmissen, ins Feuer geschmissen zu werden. Hast du diese Eigenschaften? Subhanallah. Jetzt muss man sich fragen, wenn ich weiß, dass diese Motivation die stärkste ist, und glaub mir, bei vielen Jugendlichen, das ist der Grund. Das ist der Grund, warum sie nicht überleben. Das ist der Grund, warum sie nicht in der Lage sind, die Religion zu praktizieren. Weil die Liebe zu Allah zu schwach ist. Der hat gehört, Angst, oh ja, Hölle. Aber dann kommt der Shaitan, der sagt, du kommst irgendwann raus aus der Hölle. Kein Problem. Ich habe mit einem geredet, subhanallah, ein Muslim. Der hat zu mir gesagt, ich bin ein guter Mensch, subhanallah. Ich habe nur einen kleinen Fehler. Klitzklein. Frauen. Subhanallah. Und dann sagt er, da muss ich mich bei Allah für gerade machen. Gerade machen. Der hat gedacht, der hat es mit dem Türsteher zu tun. Gerade machen. Subhanallah. Du weißt gar nicht, mit wem du es zu tun hast, Achi. Du wirst am jüngsten Tag vor Allah stehen und die Hölle sehen. Und meinst, dann wirst du sagen, ich mache mich jetzt gerade und gehe 1 Million Jahre in die Hölle. Subhanallah. Achi. Der Islam ist nicht verstanden worden. Liebst du Allah? Hättest du diese Sache für Allah gelassen aus Liebe? Ach, wie kannst du diese Frau lieben, wo Allah das nicht liebt, was du tust? Wie kannst du diese Shahwa lieben, wo Allah das nicht liebt, dass du in diese Shahwa versinkst? Wie kannst du diese Sünden lieben, wo du weißt, dass der Geliebte, den du am meisten liebst, diese Dinge nicht liebt? Ach, deswegen, was ist das Problem? Ach, wie kannst du deine Liebe zu Allah verstärken? Was ist die Methode dazu? Was ist die Methode? Die erste Methode ist, du musst Allah kennenlernen. Wie lernst du Allah kennen? Koran und Sunnah. Warum? Weil eine der wichtigsten Eigenschaften vom Koran, eine der wichtigsten Beschreibungen im Koran sind die Beschreibungen von unserem Schöpfer. Damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Alhamdulillah. Koran und die Sunna, wo der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt. Da lernst du es. Denn wenn du Allah nicht kennst, dann kannst du auch Allah nicht lieben. Logisch, oder? Wenn ich dich frage, was ist dein Lieblingsessen, dann sagst du mein Essen, was du kennst. Du sagst nicht die mongolische Küche, die du noch nie gekostet hast, oder? Wenn jemand, ein Jugendlicher, kommt mit seiner Freundin an, wir wissen, Freundinnen haben ist im Islam verboten, oder natürlich die muslimische Mädchen kommt mit ihrem Freund an, ist ja mittlerweile genauso gegeben wie andersherum, nur heimlich, ja? Dann sagen wir, ja, warum liebst du diese Freundin? Dann sagt er, ja, die hat die und die Eigenschaften. Es kann nicht sein, dass du ihn fragst, warum liebst du die? Dann sagt er, du fragst, wie heißt sie? Weiß ich nicht. Wo kommt sie her? Weiß ich nicht. Wie sieht sie aus? Weiß ich nicht. Ja, du hast keine Freundin.
Da kannst du ja auch nicht lieben. Und du kannst Allah nur lieben, wenn du Allah kennst. Logisch, oder? So, aber was ist das Problem? Die meisten kennen Allah nicht. Warum? Warum nicht, Achi? Und das ist traurig. Das ist, weil der Satan uns ein großer Grund eingeflüstert hat in den Unterrichten, was über Islam geht, da etwas Wichtiges vor dem Wichtigsten zu stellen. Das Wichtigste ist, dass du weißt, wer Allah ist, dass du weißt, wer der Gesandte ist, dass du weißt, was Islam ist, dass du weißt, was im Akhirah passiert. Aber was lernen wir als erstes? Alif, Ba, Ta, Tha. Das ist das Problem. Glaub es mir, Achi. Viele von den Jugendlichen hier, glaub es mir, ich frage euch, sind in die Moschee gegangen, 3, 4, 5 Jahre und die haben nichts gelernt, außer das arabische Alphabet. Aber das arabische Alphabet, davon wirst du kein Taqwa kriegen. Und wenn ich frage, wer hat hier, okay, ich frage jetzt, wer hat hier 3, 4 Jahre Unterricht in der Moschee arabisch gehabt? Bitte aufzeigen. Bitte aufzeigen. Okay, du bist sowieso Libanese, ne? Okay, die Libanesen sprechen sowieso ein bisschen Arabisch. Was bist du für ein Landsmann? Türk. Okay, du. Ich will es auch keinen blamieren, weil ich wollte jetzt einen Satz auf Arabisch bringen. Verstehst du, was ich meine? Ich wollte jetzt einen Satz auf Arabisch bringen und ich bin mir sicher, ich habe es schon anders versucht, dass die Leute den Satz nicht verstehen. Ganz banaler Satz. Ganz banaler Satz. Ja? Wenn ich sage, min aina anta, dann weiß man vielleicht noch Bescheid. Weißt du Bescheid? Was heißt? Du hast auch gesagt, du hast Arabisch gehabt, aber ja? Nee, wo kommst du her, siehst du, Bruder, das ist es. Ach, das ist, nein, aber guck mal, Bruder, das ist das, was ich meine. Bruder, ist keine Schande. Ich weiß, es geht allen hier so. Es geht so gut wie jedem hier so, der hier sitzt. Das ist ein ganz banaler Satz. Warum hat man den nicht gelernt? Ich kann dir sagen, warum. Bruder, weil der arabische Unterricht, davon kannst du nur profitieren, wenn du Arabisch lernen willst. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe in der Schule 4 Jahre Latein gehabt. Weißt du, was ich noch von Latein kann? Nichts. 4 Jahre gelernt. Warum? Weil mich das gar nicht interessiert hat. Du bist nur hingegangen, du musst ja eine zweite Fremdsprache haben. Französisch, habe ich dann Latein abgewählt, war mir zu kompliziert gewesen, weil ich sowieso nie aufgepasst habe. Dann habe ich gesagt, okay, nimmst du Französisch als zweite Fremdsprache. Ich habe 4 Jahre gehabt. Was kann ich davon? Je m'appelle Pierre, das kann ich. Das war's. Achi, bonsoir, bonjour, das war's. Was kann ich davon? Nix. Warum nicht? Weil ich Sprache nicht lernen wollte. So, jetzt komme ich mit einer Sprache, die super kompliziert ist. Arabisch. Das Ergebnis sehen wir. 30 Jahre Arabischunterricht in Deutschland. 2 Leute haben Arabisch gelernt. Das Ergebnis ist da. Warum? Weil die Leute gar nicht wussten, warum sie Arabisch lernen. Andere Leute, Bruder, Freund von mir, 2 Jahre Muslim, Amerikaner, kann Arabisch. Warum? Weil der Islam kennengelernt hat. Und als er wusste, wer Allah ist, dann wollte er wissen, was steht in diesem Buch. Und dann hat er Arabisch gelernt. Aber andersrum geht es nicht. Aber andersrum, Achi, geht es nicht. Aber da werden wir noch lange warten, bis das verstanden wird. Alhamdulillah. Und deswegen kennst du Allah nicht. Und dann lernst du auch niemals Arabisch, weil es geht nur, ist das angekommen? Weil es geht nur aus der einen Richtung, nicht aus der anderen Richtung. Ja, verstanden? Das heißt, und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, ja, aber die Leute müssen ja Arabisch lernen. Ja, die müssen Arabisch lernen, Alhamdulillah. Aber werden sie so nicht lernen, sondern sie werden es erst lernen, wenn du ihnen beibringst, wer Allah ist. Punkt. Das ist erstmal die erste Sache. So jetzt, wie lernst du Allah kennen? Wer ist Allah überhaupt? Wenn ich jetzt hier jemand frage, wer ist Allah? Sag mal, wer ist Allah? Glaub mir. Was können mir die meisten sagen, wer Allah ist? Schöpfer. Alhamdulillah, aber ich meine jetzt so, ist jetzt gar nicht so, ich meine jetzt nur, wenn dich ein Kukäfer fragen wird, was würdest du darüber sagen? Ach, und Alhamdulillah, bist du zum Islam konvertiert, dich nehmen wir jetzt raus, Alhamdulillah. Möge Allah dich festigen, Amin. Und ins Paradies führen, Amin. So, jetzt. Hast du den Koran schon mal gelesen auf Deutsch? Hast du mal gelesen? Guck mal. In diesem Buch steht drin, wie du ins Paradies kommst. Wenn ich dir ein Buch geben würde, wo drin steht, wie verdienst du 1000 Euro in einem Monat, das hast du an einem Tag durchgelesen. Hier steht drin, wie kommst du ins Paradies, nicht 1000 Euro, ins Paradies. Achi, dann lese es wenigstens auf Deutsch eine Übersetzung. Glaub mir, es wird dir viel geben. Leute sind dadurch zum Islam gekommen. Wenn du dort Allah, wenn du dort die Eigenschaft von Allah kennst, dann wirst du nach vorne kommen.
Womit ist der Koran zuerst gekommen? Kam der Koran zuerst, bete, faste, mache dies, mache... Nein! Die ersten Suren, die vom Koran herabgesandt worden sind, was war was? Das war was? Wer ist Allah? Was passiert in Jannah? Was passiert in der Hölle? Was ist im Paradies? Weil das musst du als erstes verstehen. Jetzt lies dir mal den Koran durch. Lies dir mal durch, wer Allah ist. Allah, hat der Bruder eben schon gesagt, Alhamdulillah, ist barmherziger zu dir als deine Mutter. Allah ist barmherziger zu seinen Dienern als seine Mutter. Allah freut sich über seinen reuigen Diener so, wie jemand, der in der Wüste ist und sein Reittier geht laufen und auf dem Reittier ist der ganze Proviant und er macht sich bereit zum Sterben und legt sich hin und er wird wach und das Reittier steht wieder neben ihm. Und er ruft vor lauter Freude, oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Gott, weil er sich verspricht vor lauter Freude. Und Allah freut sich mehr. Al-Ghafurul Wadud, der Erbarmer, der Liebevolle, subhanallah. Wer ist Allah? Und auf der anderen Seite, wenn du die Macht von Allah siehst, warum lieben einige Leute zum Beispiel Ronaldinho? Weil Ronaldinho hat eine Fähigkeit, die sagen, der kann gut dribbeln, ja, so. Warum lieben einige Leute Bushido? Weil die sagen, der kann gut rappen, auch wenn seine Texte Schrott sind. Ja? Sie lieben ihn wegen einer Fähigkeit, auch wenn die Fähigkeit daneben ist, aber trotzdem. Jetzt, was ist, mit dem machen wir auch noch Dawah, inshallah. Hier, jetzt, was ist mit dem Allmächtigen? Kannst du dir vorstellen, alles weiß er. Alles hat er erschaffen aus dem Nichts. Der Ewige, der Unabhängige, liest dir den Koran durch. Kul huwa Allahu ahad, Allah, der Einzigartige, der Einzige. Allahu samad, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Lam yalid wa lam yulad, er hat nicht gezeugt, wurde nicht gezeugt. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Und nichts ist ihm gleich. Rabbu samawati wal ardi. Wastabir. Der Herr des Himmels und der Erde, diene ihm. Hat er einen, der ihm gleich ist? Subhanallah. Laysa kamithli shay, nichts ist ihm gleich. Hast du diese Eigenschaft gelesen? Al-Hayyul Qayyum, der ewig Lebendige, der alles erhält. Subhanallah, wenn du das kennengelernt hast und du liest die Verse vom Koran über die Gläubigen, wie sie gelebt haben, wie der Prophet gelebt hat, subhanallah, dieses Vertrauen, dass du weißt, egal was dir passiert, und wenn die Welt um dich herum zusammenbricht, und wenn sich die ganze Welt, was sagt der Prophet, und wenn sich die ganze Umma versammelt, um dir irgendetwas zu nützen, die werden dir nichts nützen, außer was Allah für dich geschrieben hat. Und wenn sich die ganze Umma oder die ganze Welt versammelt, um dir irgendetwas zu schaden, so werden sie dir nichts schaden, außer was Allah für dich geschrieben hat. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wal-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Oh meine Diener, ihr begeht Sünden bei Tag und in der Nacht, so bittet mich um Vergebung und ich verbete euch. Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Oh meine Diener, ihr geht alle in die Irre, außer denen, den ich recht leite. So bittet mich um Rechtleitung. Ihdina sirat al-mustaqim. Amin. Und ich werde euch recht leiten. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksikum. Oh meine Diener, ihr seid alle nackt, außer denen ich kleide. So bittet mich um Kleidung und ich kleide euch. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtu fastat'imuni at'amkum. Oh meine Diener, ihr seid alle hungrig, außer dem ich zu essen gebe. So bittet mich um Essen, ich werde euch Essen geben. Das ist Allah. Hast du Allah so gekannt? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illahu. Subhanallah. Hast du ihn so gekannt? Ach, deswegen beschäftige dich mit der Sunna. Beschäftige dich, wie der Glaube an Allah diese Menschen verändert hat. Was ist mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Ach, sie sind in der Höhle mit Abu Bakr. Und die Kuffar stehen vor ihm. Vor der Höhle. Und Abu Bakr sagt, wenn die runtergucken zum Füßen, die sehen uns. Was sagt der Prophet? La tahzan inna Allah ma'ana. Sei nicht traurig. Habe keine Angst, Allah ist mit uns. Ma dhannuka bi ithnaini thalithuhuma Allah.
Was ist deine Meinung von zwei, wo Allah der Dritte ist? Subhanallah. Was war mit Maryam? Sie war in ihrem Mihrab, Allah hat sie versorgt. Aber der Prophet hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo die Religion für einen niedrigen Preis verkauft wird. Warum? Weil du weißt gar nicht, mit wem du es zu tun hast. Du gehst zum Arbeitgeber. Der Arbeitgeber sagt, du kannst nicht beten. Du sagst, ja okay, ich muss ja Essen haben. Kennst du Allah? Allah versorgt dich. Auf der Arbeit, ich muss auf der Arbeit das Kopf rausziehen. Subhanallah. Wer versorgt dich, Allah oder der Arbeitgeber? Du hast Allah nicht gekannt. Hättest du Allah gekannt, wüsstest du, dass es egal ist. Und glaub mir, dass Allah dir was Besseres gibt. Wir haben Frauen gehabt, die sind zum Arbeit, die haben Kopftuch angezogen, die haben eine Lehre gemacht. Dann ist der Arbeitgeber, dann haben sie das Kopftuch angezogen, dann hat der Arbeitgeber gesagt, okay, bei der Arbeit nicht, dann haben sie immer bei der Arbeit das Kopftuch ausgezogen. Nachher haben sie gesagt, ich will das nicht mehr. Sind zu der Arbeit gegangen mit dem Kopftuch. Hat sie gesagt, was ist los? Das geht nicht. Was hat sie gesagt? Ja, kein Problem, dann schreiben sie die Kündigung. Kein Problem. Bei Allah wird mich versorgen. Nicht der Arbeitgeber. Wofür hast du Angst? Wofür hat man Angst? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Gläubigen? Was sagt Allah über diejenigen, die Moschee verwalten? إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. Diejenigen verwalten die Moscheen, die an Allah glauben und den jüngsten Tag und das Gebet verrichten, وآتى الزكاة und die Zakat geben und fürchten keinen außer Allah. Aber wir fürchten alle außer Allah. Genau andersrum. Das ist das Problem. Hättest du Allah gekannt, wäre das anders gewesen. Alhamdulillah. Und wir haben viele Beispiele von Leuten, die Allah kennengekannt haben. Zum Beispiel gab es einen großen Gelehrten, Abul Aziz Abdus Salam. Der hat das große Buch Al-Mujalla, das erste Buch über das Richterwesen im Islam geschrieben, was heute noch gelehrt wird. Und damals in Ägypten gab es einen Herrscher, der hieß Ayyub. Und er war sehr heftig gewesen. Und alle hatten Angst, wenn er Leute eingeladen hatte, sie durften ihn nicht bei seinem Namen nennen. Sie durften nur zu ihm sagen, oh du, der die Huld hat und bla bla bla. Ja? Und wenn einer ihn mit seinem Namen nennt, Ayyub, dann gab es richtig Sänge. Was passiert eines Tages? Sie sitzen alle zusammen. Ja, Ayyub, der Herrscher. Auf einmal sind halb fertig, da brüllt einer, Ayyub, Ayyub, fürchte Allah, istihi, schäm dich, guck da draußen, was hier los, du lebst hier in dem Reichtum, da draußen, was ist da los, da wird Alkohol verkauft und so weiter. Dem bestimmt bald das Glas aus der Hand gefallen und er guckt, wer ist das? Er sieht den Sheikh, Abul Aziz, er sagt das, ja, schäm dich. Und er ist so schockiert, er sagt, ja, ich kann auch nicht so viel mit dem Alkohol, das habe ich nicht eingeführt, mein Vater, der hat das schon erlaubt und so. Fürchte dich, gehörst du zu den Leuten, wo Allah im Koran sagt, wir sind der Religion unserer Vorväter gefolgt. Alle sind schockiert. Guck mal, der hat gar nicht mit dem Mund aufbekommen, weil Allah schützt dich, achi. Subhanallah. Was passiert dann? Danach sagt ein Schüler zu ihm, ja, Sheikh, wie hast du dir das getraut? Vor dem Herrscher. Er hat gesagt, ja, ich habe den Herrscher gesehen. Und da habe ich mir, an die Kraft von Allah subhanahu wa ta'ala gedacht, dass Allah allmächtig ist. Da habe ich den gesehen wie so eine Katze vor mir. Subhanallah. Und so musst du auch sein, Achi. Das ist, wenn du Allah kennst. Wie waren die Sahaba? Die Sahaba konnten nicht schlafen, ohne das Nachtgebet zu machen. Die Sahaba, guck mal heute, wir sind so hart. Ich rede auch von mir und das Herz. Guck mal, die haben gehört, عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. Da fing die schon an zu weinen, Achi. Da fing die schon an zu weinen. Achi, wo sind wir heute? Warum? Wir müssen Allah kennenlernen. Deswegen, was ist dein Mittel, um Allah kennenzulernen? Hol dir eine deutsche Übersetzung, lese Koran. Ist nicht alles korrekt, aber es wird eine Wirkung auf dein Herz haben. Hol dir Sahih al-Bukhari, lies Sahih al-Bukhari, glaub mir. Damit du Allah kennenlernst. Alhamdulillah. Zweitens. Zum Beispiel auch die Christen, beispielsweise die kennen Allah auch nicht. Ich habe eben noch gelesen hier, Genesis 6, Vers 6, und Allah bereut es, dass er den Menschen erschaffen hat und es schmerzt ihn in seinem Herzen. Steht dort, wie, das ist Allah?
Genesis 32, Allah hat mit Jakob gerungen und verloren, subhanallah. Wenn ich das sage, sagen die, ich beleidige Christentum, ich beleidige nicht Christentum, ich zitiere aus der Bibel. Wenn sich einer beleidigt vorkommt, muss er die Religion wechseln, weil das ist seine Religion, das ist seine Religion. Wenn er sich beleidigt vorkommt, weil er das nicht gut findet, was da drin steht, wie kann er der Religion folgen, wenn er das nicht gut findet, was da drin steht? Subhanallah, das wollte ich nur mal dazu sagen, weil man findet in vielen Foren im Internet, ja, der Abu Hamza, der redet immer so streng über die Christen, ich rede überhaupt nicht streng über die Christen, ich sage, was da drin steht. Der müsste sich doch normal freuen, wenn ich aus der Bibel zitiere, oder? Wenn das das Wort Gottes ist, das reine Wort Gottes. Okay, kein Problem. Jetzt, nächster Punkt, und das war der erste Punkt, wie wir die Liebe zu Allah stärken, dass wir ihn kennenlernen. Zweiter Punkt, indem wir über die Gnaden denken, die uns Allah gegeben hat. Alles, was du hast, jedes Sauerstoffmolekül, was du einatmest, wer hat dir das gegeben? Allah. Jeder Schluck Wasser, den du trinkst, wer hat dir den gegeben? Allah. Jeden Krümel Essen, den du isst, wer hat dir das gegeben? Allah. Deine Augen, wer hat dir die gegeben? Allah. Deine Ohren, wer hat dir die gegeben? Allah. Dein Körper, wer hat dir den gegeben? Allah. Und das Wichtigste, was Allah dir gegeben hat, die größte Ni'ma, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Heute habe ich eure Religion für euch vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet, meine Gnadengaben an euch vollendet und den Islam, bin mit dem Islam für euch als Religion zufrieden, dass du Muslim bist. Weil Muslim, das ist der Schlüssel zum Paradies, wenn du richtiger Muslim bist. Nicht, wenn du, ja, ich bin Muslim. Muss meine Freundin, muss ich jetzt anrufen? Ach ja, Mann, Alkohol trinken, kein Problem. Komm, gehen wir in die Disco. Das ist ein, ob der sein Islam akzeptiert, Gebet, fangen wir mit 50 Jahren an. Fasten. Ach ja, heute mal nicht. Ich muss heute Bodybuilding machen gehen. Subhanallah. Hajj. Wenn wir 240 Jahre alt sind, dann machen wir Hajj. Kurz vorm Tod, wenn wir schon vergammelt sind. Da kann mich mein Sohn im Rollstuhl um die Kaaba fahren. Subhanallah. Es ist keine Schande, im Rollstuhl um die Kaaba gefahren zu werden, aber es ist eine Schande, so zu denken, dass man erst, naja, mal beachten. Was gibt's noch? Zakah? Nein, Zakah. Ich brauche ja selber Geld. Mein Geld. Mein Geld ist sehr wichtig. Subhanallah. Ach ja. Das ist das alles, was Allah dir gegeben hat. Und glaub mir, denke mal an die Gnadengaben, die Allah dir gegeben hat. Du liebst dein Auto, wer hat dir dein Auto gegeben? Allah. Guck mal, was du alles liebst. Das ist alles etwas, was Allah dir gegeben hat. Du denkst gar nicht drüber nach. Und wenn du dankbar bist, Allah wird dich sogar dafür belohnen, obwohl es dir gegeben hat. Subhanallah. Er hat es dir gegeben, du bist dankbar und er wird dir mehr geben. Weiter, dritter Punkt, über die man nachdenken muss, sind die Gaben im Jenseits, die man bekommt. Guck mal, Achi, du machst in diesem Seits, was machst du? Um den kleinsten popeligen VW-Käfer zu fahren, arbeitest du 8 Stunden am Tag. Um die 3-Zimmer-Wohnungen im Ghetto zu mieten, arbeitest du 8 Stunden am Tag. Um, was weiß ich, irgendwelche Klamotten zu kaufen, die nach einem Jahr sowieso kaputt sind oder out sind. Um das Essen hier im Dieser zu essen, arbeitest du 8 Stunden am Tag. Achi, du arbeitest am Tag, machst du 5 Gebete und du betest niemand anderen außer Allah und Allah wird dich ins Paradies führen. Allah sagt, Khamsu Salawat in Ketabun Allah al-Ibad, sagt der Prophet. 5 Gebete hat Allah den Ibad, den Dienern vorgeschrieben, fil yomi wa layla, in Tag und in Nacht. Man hafaza alayhina kana lahu ahdun inda Allahi an yudkhilahu al-Jannah. Wer daran festhält, hat ein Testament, hat ein Versprechen bei Allah, also ein Testament bei Allah, also eine Garantie von Allah, dass er ihn ins Paradies führen wird. Wa man lam yuhafiz alayhina lam yakun lahu ahdun inda Allahi im azabahu. Und wer das nicht macht, der hat keine Garantie. Entweder Allah wird ihn bestrafen oder er wird ihn vergeben.
Und wahrlich, der Zugriff deines Herrn ist wahrlich heftig. Denk darüber nach, Achi. So einfach. Und was kriegst du dann in Jannah dafür? In Jannah, du kriegst ein Haus, größer als alles, was du dir vorstellen kannst. Ein Haus kriegst du, was schöner ist als alles. Ein Hallhaus, was keine Renovierung braucht. Ein Haus, wo du dich jeden Tag drauf freust, das Haus freust, das Haus, was du hier hast. Nach 10 Jahren, ach ja, könnten wir ein neues Haus bauen. Du wirst Dinge sehen, die du nicht mehr erleben kannst. Die Frau wird so schön sein. Der Mann wird so schön sein für die Frau. Jeden Tag neu, schön. Schöner als frisch verliebt. Schön, schön, schön. Du wirst Essen haben, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Und das Beste, was es gibt, ist, guck mal, viel überschneidet sich mit dem Bruder, was er vorher gesagt hat. Was sagt Allah im Koran? Lahum ma tasa. Für sie gibt es dort, was sie wollen. Wa ladayna mazid. Und bei uns gibt es noch mehr. Und was ist das mehr? Dass du Allah sehen kannst. Kannst du es vorstellen? Nein, kannst du dir nicht vorstellen? Darfst du dir auch nicht vorstellen? Aber der Prophet hat gesagt, es wird geschehen. Allah sagt im Koran, wujuhu yawm idhin nadira illa rabbiha nadira. Gesichter werden an dem Tag leuchten, sie werden zu ihrem Herrn schauen und du wirst nicht mehr wegschauen wollen. Das ist das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Das hat Allah für dich vorbereitet, wenn du 5 Gebete machst. Und wenn du 5 Gebete machst und Allah liebst, wirst du noch die Süße des Glaubens schmecken. Und das wird schöner sein als die Süße der Disco und die Süße der Spielhalle. Und die Süße von deiner Freundin wird das Schönste von allem sein. Alhamdulillah. Das heißt, du tust etwas für Allah, du wirst schon hier belohnt, weil dein Herz rein wird, weil du innere Zufriedenheit haben wirst. Und wer das nicht macht, was ist mit dem? فَمَنْ أَرَّدَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَى. Und was ist mit dem, der das nicht macht? Und wer sich, Allah sagt im Koran, wer sich von unserer Rechtsleitung abwandelt, dem werden wir ein restliches Leben geben und am jüngsten Tag werden wir ihn blind auferwecken. Oh mein Herr, warum hast du mich blind aufgeweckt? Und ich war sehend. Subhanallah. Achi, deswegen guck, du hast 2 Nutzen, Achi. Was sagt Allah im Koran? Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanahziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Und wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau und Bedingung, ist dabei gläubig, dem werden wir ein gutes Leben geben hier. Und dem werden wir nach dem Besten belohnen, was er getan hat. Alhamdulillah. Das ist der Lohn, Achi, für so wenig. Und La ilaha illallah, subhanallah. Denk über diese Gnaden nach, dann wirst du Allah lieben. Allah hat dir das beschert, Allah hat dir die Möglichkeit gegeben. So kriegst du es nirgendwo im Leben. Weiter. Die Gaben im Jenseits. Und man soll wissen, die Gaben im Jenseits, was man auch erwähnen muss, ist, es wird dort Ende sein. Der Tod wird gebracht im Bilde eines Schafes und wird geschlachtet werden. Und es wird gerufen, Ya alul Jannah, Khuludun wala Maut, Ya alul Nari, Khuludun wala Maut. O ihr Leute vom Paradies, Ewigkeit und kein Tod. O ihr Leute von der Hölle, Ewigkeit und kein Tod. Und deswegen soll der Gläubige auch hoffen, seinen Herrn zu treffen. Der Gläubige soll hoffen, seinen Herrn zu treffen. Es gibt ein Hadith von Ibrahim a.s., dass Ibrahim a.s., dass der Engel Malikul Maut zu ihm gekommen ist und wollte ihn abrufen. Und Ibrahim a.s. war der Khalilullah. Wer war noch Khalilullah? Muhammad s.a.w. Khalilullah ist heftiger, stärker als Habibullah. Deswegen sollte man noch sagen, Khalilullah, und nicht einzeln Habibullah nennen, weil Khalilullah ist genauer und ist das, womit der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam auch genannt worden ist. Er ist ein ganz enger Freund von Allah. Was sagt Ibrahim a.s.? Er sagt zum Malikul Maut, aber die Geschichte ist daif, ja, die ist unauthentisch, aber ich will das nur bringen, diese Geschichte, damit wir uns einen Gedanken darüber machen, damit wir diese Wahrheit, die dahinter steckt, erfassen. Und Ibrahim a.s. sagt, wie kann es sein, dass ein Freund, also ein Khalil, will, dass sein Khalil, sein enger, lieber Freund stirbt. Und Malik al-Maut geht zu Allah auf. Und Allah sagt zu Malik al-Maut, zum Todesengel,
Wie kann es sein, dass ein Freund will, dass er seinen Freund nicht trifft? Ach, so musst du denken. Du musst dich nach dem Paradies sehnen. Wir, nicht nur du, es gilt auch für mich. Nach dem Paradies sehnen. Du musst das Paradies wollen. Und Allah sagt, der Prophet sagt im Hadith, wer die Begegnung mit seinem Herrn hasst, so hasst Allah die Begegnung mit ihm. Und wer die Begegnung mit seinem Herrn liebt, so liebt Allah die Begegnung mit ihm. Okay, Makara, sallallahu alaihi wasallam. So. Und deswegen, wenn man, was auch wichtig ist in dieser Sache, wenn man wirklich auf die Begegnung hofft mit Allah. Weil es gibt einige Leute, die hoffen auf die Begegnung mit Allah, die sagen, Allah ist doch vergeben. Und das ist auch vom Satan. Natürlich ist Allah vergeben, aber so zu denken, ach ja, ich mache so viele schlechte Sachen, ich komme schon ins Paradies. So denkt der Gläubige nicht. Der Gläubige will immer das Beste tun. Was ist die Eigenschaft? Wer hat berechtigte Hoffnung auf das Paradies? Was sagt Allah im Koran? فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِكَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Wer auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll gute Werke tun und soll in dem Ibadah, in dem Gottesdienst zu Allah, niemanden beigesellen. Deswegen, dann hast du berechtigte Hoffnung, wirklich darauf zu hoffen. Dann, das war jetzt der dritte Punkt. Wir haben ersten Punkt erwähnt, war was? Allah kennenlernen. Zweiter Punkt war gewesen, an die Gnadengaben von Allah im Diesseits zu denken. Dritter Punkt war gewesen, an die Gnadengaben zu denken, die Allah einem im Jenseits gibt. Und eine ganz wichtige Sache, dass Allah einen vor der Hölle schützt. Subhanallah. Stell dir vor, wenn du mal heiß duschst, stell dir vor, dieses weiße Wasser wäre kochend heiß. Und du kommst nicht da raus. Und wenn die Haut geschmolzen ist, kommt die neue Haut. Stell dir vor, Allah bewahrt dich davor. Alhamdulillah. Jetzt kommt die vierte Sache, wie du Allah lieben lernst. Was ist die vierte Sache? Die vierte Sache ist, dass du mit Salihin sitzt, mit rechtschaffenen Menschen sitzt. Mit Menschen, die Allah dienen. Denn wenn du mit Menschen sitzt, die Allah nicht dienen, sondern die ihren Gelüsten dienen und die dem Chef dienen und die allen möglichen Dingen dienen außer Allah, dann wird dein Herz vergiftet werden. Was ist der Beweis dafür? Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, das Beispiel von jemandem, der mit einem guten Mann sitzt und jemand, der mit einem schlechten Mann sitzt, ist wie das Beispiel von jemandem, der mit einem Mistverkäufer sitzt und der mit einem Schmied sitzt. Derjenige, der mit dem Mistverkäufer sitzt, wird entweder etwas geschenkt kriegen oder er wird etwas kaufen oder er wird diesen schönen Geruch, wird davon profitieren. Und derjenige, der mit dem Schmied sitzt, der wird entweder wird einen Funken auf seine Kleidung kommen, seine Kleidung ein Loch reinmachen oder er wird den schlechten Gestank abkriegen, seine Klamotten stinken danach. Deswegen siehst du manche Leute, die sind vernünftig, die hängen 3 Monate mit irgendwelchen Schlimmlingen rum, schon sind sie verseucht. Der Mensch hat sich komplett gedreht. Der Prophet sagt was? Al-mar'u ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Der Mensch ist auf der Religion von seinem Gefährten, von seinem engen Freund, so soll jemand gucken, wen er sich zum engen Freund nimmt. Deswegen schau dir deinen Umgang an. Wenn dein Umgang verkehrt ist, dann versuche, in eine andere Richtung zu gehen, wo Leute sind, die vernünftig sind. Das Problem ist nur, dass das heute ganz schön kompliziert ist, das zu finden. Vor allen Dingen hier, weil so viel versaut worden ist. Man hört zum Beispiel immer wieder die Sprüche, weißt du, die Frauen sagen, ja, wo soll man heute noch vernünftige Männer finden zum Heiraten? Die Männer hört man, ja, wo soll man heute vernünftige Frauen finden zum Heiraten? Wisst ihr, was das Schlimme ist? Die haben beide recht. Das ist das Schlimme an der Sache. Das ist das Traurige. Also es gibt auch genügend gute Männer und genügend gute Frauen, aber dass die Wahrheit ist, dass die breite Masse Schrott ist. Deswegen musst du dich bemühen, dass du nicht mehr zu dem Schrott gehörst. Denn der Schrott kann auch wieder vernünftig werden, Alhamdulillah. Die Frau, die einen Freund gehabt hat, kann auch wieder eine vernünftige Frau werden, oder? Aha, Alhamdulillah. Die Toba macht jede Sünde weg. Weil manche denken, das ist nur beim Mann der Fall, bei der Frau, die ist dann gestorben. Aber nein. Das war erstmal die erste Sache, dass man mit den guten Leuten ist. Das waren jetzt 4 Eigenschaften von den Dingen, wie man anfängt, Allah mehr zu lieben. Jetzt, die nächste Sache ist, deine Liebe zu Allah
hat keinen Nutzen. Jetzt kommen wir zu den nächsten Punkten. Wie kannst du dafür sorgen, dass Allah dich liebt? Weil was nützt dir die Liebe, wenn du Allah liebst, aber Allah liebt dich nicht? Es gibt zum Beispiel manche Christen, die sagen, ja, sie lieben Allah, aber in Wirklichkeit kennen sie Allah nicht wirklich, ja, weil sie sagen, Allah ist Vater, Sohn, Heiliger Geist und diese drei sind eins, ja. So, aber Allah liebt nur denjenigen, der den Weg des Propheten Sallallahu geht. Es kann sein, wenn Allah ihn wirklich geliebt hat, den Christen, dann wird er zum Islam kommen am Ende seines Lebens, Alhamdulillah. Jetzt fragst du dich natürlich, wie kriegst du die Liebe zu Allah? Hier muss jeder Muslim erstmal ein Grundelement verstehen. Der Muslim muss sich immer unsicher sein. Es gibt manche Leute zum Beispiel, wenn du mit Christen redest, die sagen, ja, wir sind schon im Paradies, wo ist bei euch Muslimen die Heilsgewissheit? Wir haben Heilsgewissheit, wenn wir an den Koran festhalten, aber wir sagen, wo ist die Gewissheit, dass ich daran festhalte? Und derjenige, der sagt, ich bin schon im Paradies, das ist Einflüsterung vom Satan, um ihn unsicher zu machen. Weil der Satan hat geschworen, jeden Menschen in die Hölle zu bringen. Er wird dich nicht loslassen. Er wird kurz vor deinem Tod kommen, wird sagen, komm, werde Christ, komm, werde Jude, komm, nimm eine andere Religion an. A'udhu billah. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Oh Allah, festige unsere Herzen auf deiner Religion. Jetzt, zum Beispiel, wie war der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wie waren die Gläubigen gewesen? Abu Bakr sagt, ich bin erst sicher im Paradies zu sein, wenn ich beide Füße im Paradies habe. Umar al-Khattab radiallahu anhu hatte Angst, zu den Munafiqun zu gehören. Geweint, Achi. Wo ist dein Weinen? Du sagst auch, nein, ich bin schon ganz gut. Ich bin ein sehr guter Mann. Dann Ibrahim alayhi salam, als er mit seinem Sohn Ismail die Kaaba gebaut hat, bei jedem Stein hat er geweint und gehofft, dass Allah seine Tat annimmt. Das ist der Gesandte Allahs, Ibrahim al-Khalil. Einer der gewaltigsten Gesandten des Allmächtigen Gottes. Einer der größten Gesandten des Allmächtigen Gottes. Man sagt, der zweitgrößte Gesandte nach Muhammad alayhi salatu wassalam. Geweint. Achi wollte, dass seine Taten angenommen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand in der Nacht im Gebet, bis seine Füße angefangen haben anzuschwellen. Anfingen anzuschwellen. Wo ist das? Aber hier sagt sich jeder, ach ja, wir sind schon im Paradies. Das ist vom Satan. Wie so eine komische Versicherung, ja? Wir übernehmen alles, kommst du ins Paradies, kein Problem. Das ist vom Satan. Der Satan sagt zu dir, kommst schon rein. Wir sagen, ja, wir kommen rein, wir haben Heilsgewissheit, wenn wir daran festhalten, aber wir müssen immer das Gefühl haben, und das ist das Gefühl von Iman, dass wir zu kurz gekommen sind, dass wir mehr machen müssen, dass wir Allah mehr lieben wollen, dass wir Allah mehr dienen wollen, dass wir mehr machen wollen. Allah, mach uns zu denen, die dir mit Aufrichtigkeit vor, die dich mit Aufrichtigkeit anbeten. Amen. Jetzt, Umar al-Khattab sagte beispielsweise, wenn gesagt würden, kommen, alle kommen ins Paradies außer einer, dann würde ich Angst haben, dass ich derjenige bin, der nicht ins Paradies kommt. Kannst du dir vorstellen? Guck mal, Abu Bakr as-Siddiq, wie er gelebt hat. Der wollte nicht durch ein Tor vom Paradies gehen, der wollte gleichzeitig durch alle Tore vom Paradies gehen. Und sagt heute jemand noch, ja, ich bin ein guter Muslim, ich bete doch. Daneben an ist doch der Erkan von der Dönerbude. Der betet nicht, der fastet nicht, der frisst Schweinefleisch. Der hat jede Woche eine andere Freundin. Der ist doch viel, ich bin doch besser als der. Subhanallah. Wir müssen nicht zu den Leuten gucken, die unten sind. Wir gucken müssen zu den Leuten gucken, die besser sind als wir. Damit wir uns richtig steigern. Jetzt, wie kriegt man die Liebe von Allah? Erster Grund, dass man Allah mit Ikhlas dient und dass man Allah mit Anwesenheit des Herzens dient. Dass du im Gebet stehst und du denkst wirklich daran, dass du dies jetzt für Allah tust und dass du dies tust, um Allah zu dienen. Dass du dein Kopftuch trägst, nicht damit du dazugehörst und schlimmer aussiehst als ohne Kopftuch, sondern dass du es trägst für Allah. Mit dem Bewusstsein, Allah zu dienen. Das Kopftuch tragen ist ein Gottesdienst. Subhanallah, ich habe gestern einen großen Unterschied gesehen. Ich habe gestern an einer Universität in Braunschweig einen Vortrag gehabt. Subhanallah, die Frauen dort, Masha'Allah, keine Fitna absolut von den Klamotten her. Wenn du in Frankfurt oder im Ruhrgebiet einen Vortrag machst in einer Halle, du denkst, du bist auf der Hochzeit gelandet. Wo die Frauen nur hinkommen, um von irgendeinem Mann gesehen zu werden, um vielleicht jemanden zu finden zum Heiraten. Subhanallah, es ist wirklich so, dass manche Frauen mit Kopftuch schlimmer aussehen als ohne Kopftuch. Die haben sich mit Kopftuch aufreizender gekleidet als ohne Kopftuch. Deswegen musst du dich fragen, mache ich das wirklich für Allah? Oder mache ich das, um dazu zu gehören oder um einen Mann kennenzulernen, damit der Mann denkt, ich bin eine rechtschaffende Frau?
Was nützt dir nichts, wenn dein Mann denkt, du bist eine rechtschaffene Frau, aber du bist außen hui und innen fui? Daran muss man mal denken. Das ist jetzt an die Adresse der Frauen, von Männern, auf die hacke ich sowieso sonst immer rum. Jetzt, Ikhlas. Das heißt, denke dafür, für wen machst du das? Das ist die wichtigste Sache. Die Ersten, die in die Hölle gehen werden, sind wer? Sind ein Mujahid, der gekämpft hat. Allah wird zu ihm sagen, du hast nicht gekämpft für mich, du hast gekämpft, damit die Leute sagen, du bist mutig. Subhanallah. Bruder, es gab damals Ibn al-Mubarak, ein Gelehrter des Islam, der ist in Dschihad gegangen und hat sein Gesicht versteckt, damit ihn keiner sieht. Damit er nicht sein Herz dazu, damit sein Herz nicht übergeht, etwas zu machen, damit die Leute sagen, er ist mutig. Ein anderer, der hat gespendet. Der hat gespendet, damit die Leute sagen, warum? Der geht als Erster in die Hölle mit. Warum? Damit die Leute sagen, der hat aber viel gespendet. Ein anderer, der war ein Koranleser. Und jemand, der Wissen hatte. A'udhu billah, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi qawl, ikhlas fi qawl wal amal. Amin. Das sind die Ersten, Achi. Deswegen denke daran, dass du Allah begegnen willst. Wenn du dies machst, wird die Liebe zu Allah vermehrt. Der zweite Punkt ist was? Wie du die Liebe von Allah gewinnst, ist, dass du freiwillige Taten vermehrst. Was ist der Beweis dafür? Glaubt ihr mir einfach so? Warum glaubt ihr mir einfach so? Mein Wort muss gemessen werden mit Koran und Sunnah. Jedem sein Wort muss gemessen werden mit Koran und Sunnah. Sonst kommt nachher irgendjemand zu euch, der sagt, ja, weißt du was, du musst nach Marokko fahren, einen Tawaf machen um das Grab von Sidi Yahya und dann wirst du geheilt. Und dann sagst du doch, ja, der hat einen langen Bart, der hat eine schöne Mütze auf, der hat islamische Kleidung an, das muss ja richtig sein. Wir sagen zu jedem, gib uns deinen Beweis von Koran und Sunnah. Ich habe dir gerade gesagt, indem du freiwillige Taten vermehrst und deine Pflichttaten tust, kannst du die Liebe von Allah zu dir verstärken. Was ist der Beweis dafür? Beweis ist Hadith in Sahih Muslim, wo ein heiliger Hadith Qudsi, wo Allah sagt, man adali waliyan fakat adantuhu bil harb. Wer einen Freund von mir befehdet, dem habe ich den Krieg erklärt. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Und mein Diener nähert sich mir mit nichts, was mir lieber ist, als das, was ich ihm zur Pflicht gemacht habe. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. Und mein Diener nähert sich, hört dann nicht auf mich, sich mir weiterzudehnen mit freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Das heißt, du musst die freiwilligen Taten vermehren und Allah wird dich lieben. Wo sind die freiwilligen Taten? Wo kann man freiwillige Taten machen? Zum Beispiel, ich gebe dir einen Tipp. Die Sunnah-Gebete, Sunnah-Fasten, Dhikr, diese ganzen Dinge vermehren. Istighfar, wenn du irgendwo stehst, Istighfar. Wenn du betest, ich gebe euch jetzt einen Tipp. Der Prophet s.a.w. sagt, Man salla qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an haram Allahu ala an-nar. Wer vier Rakats vor Dhuhr betet und vier Rakats nach Dhuhr, für den hat Allah das Feuer haram gemacht. Es ist Sunnah Mu'akkada, vier bzw. zwei vor Dhuhr, vor dem Mittagsgebet zu beten und zwei nach dem Dhuhr. Und der Prophet hat doch normalerweise vier vor Dhuhr, also vor dem Mittagsgebet gebetet, vier Rakats und zwei danach. Und manchmal auch zwei davor und zwei danach. Ja? Aber er sagt, wer vier davor und vier danach betet, das ist auch eine Sunnah deswegen, was er gesagt hat, für den hat Allah die Hölle haram gemacht. Der Prophet s.a.w. sagt, Wer, man salla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbirat al-ula, kutiba lahu bara'atan. Wer 40 Tage im Jama'a betet mit dem Imam und er kriegt den ersten Takbir mit, für den hat Allah zwei Lossagungen geschrieben. Erste Lossagung vom Feuer, zweite Lossagung vor dem Nifaq. Versuche 40 Tage zu beten und der Imam steht und sagt Allahu Akbar und du sagst direkt danach Allahu Akbar. Versuche es, ist sehr schwer. Oder dann fasten, montags und donnerstags fasten, Koran lesen. Und was ist die beste freiwillige Tat? Was ist die beste freiwillige Tat? Was ist die beste Tat nach den Pflichttaten? Welche Tat? Was? Was denkt ihr? Nein. Nachtgebet ist eine sehr gute Tat, da kommen wir nachher zu, aber da gibt es noch eine andere Tat. Was? Wie bitte? Ist auch gut, aber nicht die beste. Ist auch eine gute Tat, aber die beste Tat, sagt Imam Shafi'i, rahimullah, weißt du es? Ist die Wissenssuche. Die beste freiwillige Tat ist die Wissenssuche. Warum? Weil damit schützt du dich selber und du kannst lernen und anderen das beibringen. Die beste Tat nach dem Dienst, sagt Imam Shafi'i, rahmallah,
und die Ulama sind ihm gefolgt, ist die Wissenssuche. Weil wenn du Wissen hast, weißt du, wie du Allah dienst. Es gibt vielleicht manche Leute, die dienen Allah, aber sie wissen nicht wie. Und das Wissen ist ein Schutz für dich, dass du nicht in Dalal fällst. Der große Grund, warum viele von der Umma in Dalal gefallen sind, ist, dass die zu wenig Wissen gesucht haben. Aber die ganzen Taten, die ihr genannt habt, freiwilliges Spenden, Salawat Allah Ibrahim, sind alles Taten, Alhamdulillah, die habt ihr jetzt erwähnt, die man vermehren kann, Alhamdulillah. Aber die Wissenssuche, was ist die wichtigste Suche? Wo kann man anfangen, dass man Koran liest? Lies einfach mal Koran. Am Anfang verstehst du nichts, am Ende verstehst du mehr, Alhamdulillah. Wissen kommt nur mit Sabr, kommt nur mit Geduld. Was meint ihr, warum so viele Leute in die Irre gegangen sind? Unwissenheit. Unwissenheit oder Hochmut? Warum gibt es so viele Leute in den arabischen Ländern, die gehen zu einem Grab? Ich schlachte für dich, Sidi Yahya. Oder Sidi so und so. Und machen Shirkul Akbar. Was einen für ewig in die Hölle bringt. Warum? Weil sie keine Ahnung haben. Deswegen hiermit schützt du dich und du lernst und kannst andere schützen und du kannst die Tat so verrichten, wie der Prophet sallam verrichtet hat. Denn jetzt kommen wir zum dritten Punkt, wie Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt. Das ist, dass du der Sunna des Gesandten folgst. Wenn du Wissen suchst, wirst du so beten, wie der Prophet gebetet hat. Weil du fragst nicht, okay, wie betet mein Vater, wie betet mein Opa? Du sagst, wer hat der Prophet gebetet? Okay, wo finden wir, wie der Prophet gebetet hat? Wo finden wir das? In den Hadith, in Überlieferungen. Alles ist überliefert worden von ihm. Es ist überliefert worden, wie er schläft, wie er trinkt, sogar wie er auf Toilette geht, alles. Und du tust dies und Allah sagt im Koran, Kul, sprich, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben. Das heißt, wenn du der Sunna folgst, wenn du versuchst, so auszusehen wie der Gesandte, wenn du versuchst, so zu beten wie der Gesandte, wenn du versuchst, so zu fasten wie der Gesandte, wenn du versuchst, so zu schlafen wie der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, ist ein Zeichen, dass Allah dich liebt. Weil du hast es getan, Allah sagt, wer dir folgt, den werde ich lieben. Alhamdulillah, deswegen versuche diese Tat. Wie kannst du der Sunna folgen? Lese Sahih al-Bukhari, kommen wir wieder auf Wissenssuche zurück. Schau, was dort drin steht. Schau, welche freiwilligen Taten dort drin stehen. Alhamdulillah, das ist ein Zeichen, dass Allah dich liebt, dass du diese Sunna praktizierst. Der Prophet s.a.w. sagt, hat nie, wenn jemand ihm Parfüm geben wollte, das Parfüm abgelehnt. Was machst du? Du machst dasselbe. Ist keine Pflicht, Bruder. Ist keine Pflicht, dass du das Parfüm annimmst. Du kannst auch sagen, nein, aber guck, du folgst dieser Sunna. Der Prophet s.a.w. hat immer mit rechts angefangen, seine Kleidung zu tragen. Der ist mit rechts aus dem Haus gegangen, ist mit rechts ins Haus reingegangen, hat eine bestimmte Dua gesagt, ist ins Auto Kamel, hat eine bestimmte Dua gesagt. Versuchst du diese Dua zu machen? Versuchst du dies? Dann ist ein Zeichen, dass du Allah liebst und es ist gleichzeitig ein Zeichen, dass Allah dich liebt, denn Allah sagt, wer das macht, den liebe ich. Aber heutzutage gibt es viele Leute, die sagen, das ist Sunnah, aber ist gar keine Sunnah. Ja, wir wackeln mit dem Kopf 3 Runden und das ist Sunnah, subhanallah. Deswegen, damit du von Dalal wegkommst, guckst du in Sahih al-Bukhari, was ist Sunnah. Nächster Punkt. Jetzt kommt der nächste Punkt, wie du zeigst, wie du Allahs Liebe zu dir verstärkst. Was ist das? Das ist, indem du betest, wo alle am Schlafen sind. Im letzten Drittel der Nacht. Der Prophet sagt, Allah kommt im letzten Drittel der Nacht herab und sagt zu seinen Dienern, wer bittet mich, dass ich ihm gebe? Und wer bittet mich um Verzeihung, dass ich ihm verzeihe? Dass du in diesem Drittel stehst im Gebet und betest und bist im Sujud mit dem Kopf auf dem Boden und betest zu Allah. Der Prophet sagt, der Diener ist Allah am nächsten, wenn er im Sujud ist. Achi. Weil viele Leute, die sind immer im Sujud am Picken wie die Hühner. Viele sind im Sujud am Picken wie die Hühner, ja? Dung, 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 dung. Achi, hier kannst du vermehren. Subhana Rabbil Ala wa bihamdi, Subhana Rabbil Ala wa bihamdi, Subhana Rabbil Ala wa bihamdi, Rabbana, jetzt kannst du Dua machen. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa zuqna tiba'a wa arina al-batila batila wa zuqna ijtinaba. Oder auf Deutsch. Oh Allah, leite meine Eltern recht. Oh Allah, festige mich in der Religion. Egal, kannst du auf Deutsch machen, in diesem Fall, die Dua. Weil Allah versteht auch Deutsch. Kannst du auch machen. Versteht sogar Chinesisch. Allah versteht jede Sprache. Allah versteht jede Sprache, Achi. Subhanallah. Deswegen kannst du die Dua auch auf Deutsch machen, kein Problem. Das, was du auf Arabisch machen musst, ist was? Sind die Sachen, die Pflicht sind und die Rücken sind vom Gebet. Zum Beispiel Fatiha kannst du nicht auf Deutsch lesen.
Subhan Rabbil A'la musst du auf Arabisch machen, diese Sachen. Aber ansonsten die Dua kannst du auch auf Deutsch machen, Alhamdulillah. Die in diesem Fall im Sujud. Alhamdulillah. Deswegen vermehre das. Und im letzten Drittel der Nacht. Das ist ein Zeichen, dass Allah dich liebt. Und dies zeigt, dass du Iman hast. Weil es ist so schwer, weil die Nefs, die will schlafen. Ach ja, wir wollten heute eigentlich nachts aufstehen, aber es ist so schwer. Deswegen, das muss man versuchen, zumindest, dass man es versucht, wenigstens einmal die Woche oder so zu machen, um stärker zu werden. Weil hier wird deine Dua erhört. Und deine Dua kann dich retten. Alhamdulillah. Das war das Thema. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die ihn über alles lieben und zu denjenigen machen, die von ihm geliebt werden. Amin. Und jetzt, das war das Thema, jetzt kommt kurzes Schlusswort. So, ach so, ich muss das Ding hier festhalten. Brüder und Schwestern, wir haben ein großes Problem. Nicht ich, nicht du, wir alle zusammen. Welches Problem ist das? Das Problem ist, dass wir diese Religion nicht überliefern. Dass wir diese Religion niemand beibringen. Ich gebe dir eine Frage jetzt. Und dann kannst du sehen, ob du Islam verstanden hast oder ob du Islam nicht verstanden hast. Du gehst auf die Arbeit, du gehst in die Schule, du gehst in den Sportverein. Wem von deinem, weil ich muss jetzt kritisieren, ja, aber die Kritik, die meisten Leute nehmen es immer übel, wenn ich kritisiere, aber das soll man nicht übel nehmen, sondern man soll das machen, um sich selber zu verbessern. So, jetzt frage ich dich, wie vielen Leuten hast du heute Bescheid gesagt, dass heute hier Unterricht auf Deutsch ist, dass sie was von Islam mitkriegen? Von deinen muslimischen Kollegen und von deinen nicht-muslimischen Kollegen. Guck mal, das ist eine Munasaba gewesen, ein Anlass, wo man Leute mitbringen kann in die Moschee. Ich sehe hier keinen einzigen Nicht-Muslim. Alhamdulillah. Verstehst du? Also auf jeden Fall sehr wenig. Verstehst du? Aber das ist ein gutes Zeichen, dass jemand nicht geschlafen hat. Und für die Nicht-Muslime ist das ein Zeichen, dass dieser Mensch, dass ihr ihm am Herzen liegt. Denn was willst du für die Menschen? Du willst für die Menschen das Gute. Du willst, dass die Menschen vor der Hölle gerettet werden. Warum bringst du niemanden mit? Und wenn diese Umma ist ausgezeichnet, weil sie das Gute gebietet und das Schlechte verwehrt. Was ist der Beweis dafür? Allah sagt im Koran, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Gläubigen hervorgekommen ist. Ihr unter den Menschen hervorgekommen ist. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Wo ist das Gute gebieten? Wo ist das Schlechte verbieten? Wo? Wo unter den Muslimen? Wem hast du Bescheid gesagt von einer Dars, von einem Unterricht? Wem hast du Bescheid gesagt vom Islam? Wem hast du ein Buch gegeben? Wem hast du die Internetseite verteilt, damit er vielleicht etwas vom Islam mitkriegt? Von deinen muslimischen Brüdern oder von den nicht-muslimischen Bekannten? Wem? Frag dich mal. Ach, und der Prophet Sallallahu sagt, und was ist, wenn der Prophet Sallallahu sagt, trifft das zu? Das trifft 1000% zu. Der sagt, la ta'murunna bil ma'rufi, wa la tanhawunna 'anil munkar, aw yushikanna Allah 'alaykum 'iqaban minhu, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Das heißt, entweder ihr gebietet das Gute und ihr verbietet das Verwerfen. Was ist das Gute gebieten? Islam aufrufen, Tawahid, Allah ist einer. Das Gute gebieten, gute Taten. Oder ihr verbietet das Verwerfliche. Das, was ist das? Den Schirk, dass man anderen dem Allah anbietet, verbieten. Dass jemand Zina macht, dem sagen, das ist verkehrt, also mit Frauen und, oder andersrum. Oder ihr verbietet das. Oder Allah wird eine Strafe auf euch herabsenden und dann werdet ihr ihn bitten und eure Bitte wird nicht erhört werden. Ich wiederhole den Hadith noch einmal und denke dran, das ist nicht mein Wort. Das ist das Wort vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, der die Wahrheit spricht, al-amin, der Zuverlässige, den Allah, al-Mustafa, den Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Und er sagt, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لِيُشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Entweder ihr gebietet das Gute
und verbietet das Verwerfliche. Oder Allah wird Layushi kennen. Oder Allah wird auf jeden Fall eine Strafe auf euch herabsenden von sich. Und dann werdet ihr ihn bitten und ihr werdet nicht erhört werden. Was erwarten die Muslime, Achi? Was erwarten die Muslime, Achi? Was erwarten wir? Achi, der Prophet hat gesagt, die Strafe wird kommen. Ja Allah, mein Sohn ist Drogendealer geworden. Ja Allah, meine Tochter arbeitet im Bordell. Ja Allah, mein Sohn ist DJ. Und Allah wird nicht erhören die Dua, weil die wird die erste erhören, wenn du anfängst, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren. Achi, wenn wir so weitermachen, dann muss man sich nicht wundern, wenn bald alle aus der Religion weg sind und deine Nachkommen Kuffar geworden sind. Schau dich an, Achi, was ist gemacht worden, Achi? Man wartet, bis sich jemand in die Moschee verirrt, oder wie? Draußen auf der Straße stehen die Evangelikalen, stehen die Baptisten, stehen die Zeugen Jehovas, stehen die Mormonen, stehen die Hare Krishna, steht alles. Und was machen die Muslime? Im selben Moment siehst du einen Muslim durch die Fußgängerzone gehen und der ist ein Plakat am Aufhängen, AMB-Party, Achi. Was erwartest du, Achi? Wo sind wir? Wo ist hier auch nur ein Funken Leidenschaft für die Religion, dass man diese Religion verteidigt? Wo? Glaub es mir, und wenn du es nicht tust, Allah wird die Strafe herabsenden und du wirst es sehen. Nicht 100%, 1000%. Denn das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Gesandten Allah. So, jetzt die Frage, ich habe gerade gemeckert, jetzt die Frage, was kann man tun? Als allererstes, du fängst an, Wissen zu suchen von der Religion. Und dann musst du gucken, dass eine Möglichkeit. Jede Moschee hat die Verantwortung. Jede Moschee in Deutschland hat die Verantwortung, Unterricht auf Deutsch anzubieten. Für die Jugendlichen. Ansonsten, glaubt es mir, komm, frag die Jugendlichen. Ich frage euch jetzt. Ihr wisst Bescheid. So. Was habt ihr bisher verstanden? Nicht von heute, von dem arabischen Unterricht. Habt ihr viel verstanden, viel von der Religion mitbekommen? Die Köpfe wackeln. Geht. Der eine sagt, geht, der andere wackelt mit dem Kopf. Das ist es. Warum? Weil man die Religion nicht versteht. Und wenn man so weitermacht, wird man die Religion nicht verstehen. Und ich habe Leute getroffen, die 14 Jahre alt sind, Marokkaner, und er kann die Shahada nicht aussprechen. Und er kann die Shahada nicht ausbringen. Seine Mutter sagt, ja, du hast dich nie dafür interessiert. Ach. Subhanallah. Ach, deswegen, hier muss man anfangen. Die Moscheen müssen dazu werden, dass sie die Jugendlichen einladen, dass Unterricht angeboten wird. Und wenn es nur ist, dass man einen Hadith vorliest, wenn man nur die Khutbah übersetzt, warum? Weil Allah hat die Propheten in der Sprache des Volkes gesandt. Du musst die Sprache anwenden, jetzt die Jugendlichen verstehen besser diese Sprache. Das ist wichtig. Dann, was kann man noch machen? Das ist unsere Möglichkeit, Islam zu verbreiten, was wir euch angeboten haben, jeder kann daran teilhaben. Hier. Das ist unsere Gang hier. Die wahre Religion. Jetzt auf Spaß gesagt. Ja? Das heißt, dass du diese Seite verteilst. Viele Leute haben sich dadurch für den Islam interessiert. Alhamdulillah. Das ist die Huld von Allah. Aber die Seite ist nicht unsere Seite, die Seite ist eure Seite. Deswegen haben wir zum Beispiel solche Aufkleber gemacht für das Auto. Du fährst damit durch die Stadt und du bist eine wandelnde Litfaßsäule für den Islam. Weil DSL hat heute fast jeder oder die meisten. Und die gehen drauf und du hast mit einer einfachen Möglichkeit hast du Dauer gemacht. Schau dir mal die Christen an, die haben immer solche Sachen zum Verteilen. Wo sind wir? Ich habe schon gesagt, AMB-Party. Hier, diese Aufkleber. Da sagt jemand, ja, die sind zu teuer. Davon wird die Dauer finanziert. Wie viel Geld hast du bisher investiert, damit einer zum Islam übertritt? Wie viel Geld? Weil das Problem ist, wir müssen in den Inhalt investieren. In Köln wird die größte Moschee, die Großmoschee gebaut. Minarett und Marmor und dies. Alhamdulillah. Aber was nützt dir die Moschee, wenn der Inhalt nicht stimmt?
Es gibt in Deutschland hunderte Moscheen mit Marmor und Teppich und alles drum und dran. Dann machen die Tag der offenen Moschee, da kommen die Deutschen rein, die Nicht-Muslime. Dann sagen die, ja, hier ist unser Teppich, den haben wir aus der Türkei oder aus Marokko gekauft. Der hat so und so viel Tausend gekostet. Das ist unsere Wand, ja, das ist der Marmor, so und so, die Form, so. Ey Bruder, wen interessiert das? Interessiert kein Schwein, glaub es mir. Wir haben, Achi, bei einer Moschee, guck mal, aber die Leute, die haben Angst, den Leuten etwas von Islam zu zeigen. Ihre Kinder, alle, Disco, Bordell, DJ, Drogenabhängige, Knast, ja. Dann, die sind die Führer der Moschee. Ich gebe euch ein Beispiel, Live-Beispiel aus meiner Gegend. Dann ist Tag der offenen Moschee, da laden die mich nicht ein. Ich weiß gar nicht, dass Tag der offenen Moschee ist. Warum? Weil die haben Angst, dass jemand kommt und sagt zu den Kuffar, وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer eine andere Religion als den Islam wünscht, die wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Gegensatz zu den Verlierern gehören. Da könnten wir unsere Moschee zu machen. Achi, in Deutschland ist nicht verboten zu sagen, wer Islam nicht annimmt, geht in die Hölle. Das ist nicht verboten, Achi. Hier kannst du das Maul so weit aufreißen, dass man sogar den Gaumen hinten sieht in deinem Mund. Kein Problem, das ist nicht verboten. Verboten ist, dass du dich in die Luft sprengst, dass du hier irgendjemanden umbringst, und das ist sowieso etwas, gegen das wir rufen. Wir sagen, rede mit den Menschen, bringe den Menschen Islam bei. Subhanallah, du hast den Menschen nie Islam beigebracht, nur abgeschreckt vom Islam. Und dann willst du ihn auch in die Hölle schicken. Subhanallah. Ach, das ist Zulm, ist das. Das ist Ungerechtigkeit. Das ist Dalal und Mubin, ey. Guck mal, jetzt. Dann ist der Unterricht, da rufen mich Jugendliche an, da sagen die zu mir, ja, hier ist Tag der offenen Moschee, du musst unbedingt vorbeikommen. Die sind hier mit denen nur am Reden, der Teppich, der Marmor, dies, das. Und eine Frau, die hat sich beschwert, die hat gesagt, ich wollte eigentlich was vom Islam erfahren, ich wollte hier nicht nur die Wände begucken. Subhanallah. Andere Mal, es kommt der Bürgermeister kommt in die Moschee und sagt, ja, also bei uns im Christentum, da ist das so und so und so. Die sagt, ja, ach ja, die Fußball-WM, die ist ja gerade vorbeigegangen. Ach, was ist das? Was haben wir eben gelernt? Was haben wir eben gelernt? Wenn du etwas für Allah tust, kann dir nichts passieren. Was sagt Allah im Koran? Ya ayyuhar Rasul, O Gesandter, balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka min an-nas. O Gesandter, verkünde offen, was von Allah zu dir herabgesandt worden ist, von deinem Herrn zu dir herabgesandt worden ist, und wenn du es nicht tust, dann hast du die Botschaft nicht verkündigt. Und was? Und Allah wird dich vor den Menschen schützen. Und wenn du es nicht tust, dann wird Allah dich auch nicht vor den Menschen schützen. Und wenn Allah will, dass deine Moschee zu ist, dann ist sie heute noch zu. Alhamdulillah. Da hat es nämlich sowieso nichts gebracht, wenn deine Moschee nur vor... Ich rede nicht über die Moschee hier, ich rede allgemein, ja. Wir sind Leute von überall her. Nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt. Weil ich kann über die Moschee nicht reden, ich kenne die Moschee, ich bin heute das erste Mal hier. Was ich nur sage, aber das ist eine allgemeine Sache. Wir kennen nicht nur die Moschee, wir kennen nicht nur eine andere Moschee. Wir reden allgemein. Und das muss man sich merken. Und man soll nicht sauer auf mich sein, weil ich das gesagt habe und weil man sich auf den Schlips getreten fühlt, weil man sich selber im Spiegel gesehen hat, was ich gesagt habe. Sondern man soll sauer auf sich selber sein. Und wer nicht will, der soll wissen, dass Allah im Koran sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartada minkum an dini, fasawfa yati Allahu biqaumin, yuhibbuhum, yuhibbunahu. Andersrum. Yuhibbunahu wa yuhibbuhum. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. A'izzatin al-kafirin. A'izzatin al-mu'minin wa a'izzatin al-kafirin. ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Wenn wer von euch von der Religion abfällt, dann wird Allah mit einem neuen Volk kommen, die ihn lieben und die er liebt, und die werden heftig sein mit den Ungläubigen und also demütig mit den Gläubigen, und die werden sich auf seinem Weg bemühen,
und die werden den Tadel des Tadels nicht fürchten. Alhamdulillah. Deswegen sei du, gehöre du zu denjenigen, die den Tadel des Tadels nicht fürchten. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die diese Religion wieder nach oben bringen. Amin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka.